Einen wunderschönen guten Morgen aus Hagenburg, hieß es, glaube ich. Ich werde gleich nach meinem Kaffee starten mit der Radtour einmal rund ums Steinhuder Meer. Da habe ich mich gestern vertan. Ich habe gesagt, glaube ich, 28 Quadratkilometer hat der See. In dieser Beschreibung stand jetzt 32, aber das wird nicht ganz so dramatisch sein. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Das Wetter scheint noch mitzuspielen und genießt die Fahrt. Ja, los geht's. Selbst die Gänse sitzen noch in der Sonne, um sich aufzuwärmen. Also ich muss schon sagen, es ist noch nicht warm, aber ich sag mal, diese 12 Grad, die wir haben, ist schon ganz angenehm. Ich roll jetzt, ich habe, wie ich gestern schon sagte, eine Route rausgesucht über AutoActive. Ich hoffe, man erkennt das so halbwegs, das blendet ein bisschen mit der Plastikhülle. Und der werde ich jetzt einfach mal folgen. Jetzt bin ich schon auf der offiziellen Route und bin schon begeistert wieder von dieser Tierwelt hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe gerade einen Seeadler gesehen. Ich versuche das demnächst auch mal zu filmen. Nur man hat die Kamera halt nicht durchgehend in der Hand. Obwohl man hier durchgehend filmen könnte. Also landschaftlich ganz toll. Aber die Highlights versuche ich wieder für euch einzufangen. Eigentlich müsste ich jetzt hier über die Mauer, aber mir ist gerade aufgefallen, über die Brücke. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich meine Ersatzakkus vergessen habe. Und wie es dann immer so ist, garantiert ist unterwegs der Akku leer und ich kann nicht weiter filmen und das wäre ärgerlich. Deswegen drehe ich jetzt eben noch mal kurz um, sind erst 2 Kilometer und dann geht es gleich weiter. Jetzt bin ich wieder bei der Brücke angekommen, habe meine Ersatzakkus dabei und, große Kante. Moment, so, musste erst hier hochtrampeln. Ja, wie ich sagte, die Akkus dabei und jetzt kann die Tour richtig losgehen. Ich bin heute Morgen noch ein bisschen wortkarg, habe ich so das Gefühl. Bauen Schwäne Nester? Dort auf der rechten Seite, ich zoome das mal. Sieht es so aus, als wenn es ein Nest wäre, wo der Schwan sitzt. Ist mir jetzt auch nicht bekannt, ob die Nester bauen oder nicht. Sehe ich auf jeden Fall das erste Mal. Könnt ihr das dort schon erkennen im Hintergrund? Ich zoome das Ganze mal wenig. So, das sollte schon reichen, glaube ich. Das müsste der Kaliberg sein auf der Rübenbergroute. Ich schaue mal, wie es zeitlich passt. Dann fahre ich da nochmal separat hin. Ist mir nur gerade jetzt hier auf der Strecke aufgefallen. Die ist hier bei der Touristeninformation. Da gibt es ja immer so Flyer. Auch als ganz nett beschrieben. Auch wenn das Ganze landschaftlich hier mehr oder weniger gleich bleibt, also man hat immer ein bisschen Wasser, ein bisschen Schilf, ein paar Wassergräben, einiges
an Vögeln. Die Wege wechseln ständig. Und zwar so wie hier. Das ist schon halbwegs gut. Es gibt ein paar Schotterpisten, die würde ich als nicht so gut bezeichnen. Schon gar nicht, wenn man mit 5 Bar fährt oder mehr. Und teilweise auch geteerte Stücke. Aber trotz allem abwechslungsreich. Und keinerlei Verbindungen zu irgendwelchen Verkehrsstraßen oder sonst was. Also man fährt wirklich völlig abseits, zumindest bis jetzt. Natürlich muss man auch durch die eine andere Ortschaft nachher bestimmt, aber ist schon ganz schön. Ich habe jetzt ein bisschen stärker gezoomt, aber das ist der erste Storch dieses Jahr. Sieht das nicht einladend aus? Wenn eine Kuh mit so einem Gebiss lächelnd am Rand steht, da muss man ja fast hinfahren. Aber auch nur fast. Ist noch ein bisschen früh, um irgendwo Pause zu machen. Leute, so schön kann Moor sein. Ich hoffe, man sieht und hört, was hier los ist. Die Frösche werdet ihr wahrscheinlich nicht hören, aber zumindest die Gänse. Echt super schön. Das finde ich super hier. Ich hatte ja selber mal Schildkröten. Und ein lebendes Fossil kehrt zurück. Wiederansiedlung der europäischen Sumpfschildkröte in Niedersachsen. Hier sieht man die guten. Wäre natürlich toll, wenn ich jetzt auch noch einen in Natura hier sehen könnte. Ich bin jetzt an diesem Aussichtspunkt Kranichplatz. Aber so viel Glück werde ich wahrscheinlich nicht haben, dass ich jetzt hier auch noch eine Schildkröte sehe. Und überall sind wieder solche kleinen Aussichtspunkte, Schutzhütten. Sehr gut gemacht. Beschilderung super. Überall Möglichkeiten, sich zu informieren an diesen Tafeln, Sitzbänke. Also wirklich sehr schön. Hier ist jetzt Stadt Mardorf oder Ortsteil Mardorf, wo ich eigentlich mein erstes Ziel hatte bei der Anreise, aufgrund einer Baustelle aber nicht hier hin konnte. Und jetzt mal sehen, was ich verpasst habe oder auch nicht. Schaut euch das an. Bin ich an der Nordsee, an der Ostsee? Man könnte es fast meinen. Aber es ist immer noch das Steinhuder Meer. Gerade war hier so eine Infotafel, war ganz interessant, meiner Meinung nach. Diese Insel vor mir wurde künstlich errichtet von dem Fürsten Schaumburg zu Lippe damals. Und zwar war dann eine Zeit lang dort wie so ein Wachpunkt
mit mehreren kleinen anderen Inseln noch. Und nachher so eine Kadettenschule, Gefängnis, Museum und so weiter. Und auch die Geschichte über die Entstehung des Steinhuder Meers oder die Sage ist, dass hier in diesen Wäldern ein Zwergenvolk gelebt hat, was aber irgendwann einfach aus diesem Wald raus wollte und über die freie Fläche rannte, und dort kam ein Riese, der sie getötet hat. Und zwar mit seinem Riesenstiefel so ins Erdreich getreten, immer wieder, bis die Zwerge alle tot waren und dann gehen wollte, aber so viel Sand im Stiefel hatte, dass er diesen auszog und so lange schüttelte, bis rundum diese kleinen Berge entstanden sind. Und diese Mulde, die dadurch entstanden ist, sagt man, sind die Tränen der Zwerge, die das Ganze hier gefüllt haben. Fand ich sehr schön. Die wahre Geschichte ist einfach, durch den Permafrostboden, den es hier zu der Eiszeit mal gab, ist das Ganze hier mit Ellipsen aufgetaut und dadurch entstand das Wasser. Aber die andere war schöner. Hier würde jetzt die Möglichkeit bestehen, mit einem Boot zur Insel Wilhelmstein oder nach Steinhude zu fahren. Wenn man sagt, das Radeln reicht mir, könnte man so 10, 12 Kilometer abkürzen, würde ich sagen. Vielleicht auch 15, ich weiß es nicht genau. Aber dafür ist es so schön, um da jetzt das Ganze abzukürzen. Vielleicht zusätzlich, aber sonst nicht. Ja, hier ist der kleine Hafen. Alles sehr idyllisch. Ich bin jetzt durch Mardorf gerade durch. Fahre jetzt hier außerhalb, wie durch so ein kleines Waldstück. Und ich muss sagen, dass mir Mardorf ganz gut gefallen hat. Da gibt es auch den ein oder anderen Platz, wo man sich vielleicht hinstellen kann. Werde ich mir eventuell nachher noch anschauen. Jetzt hier in dem Wald stehen überall so kleine Ferienhäuschen. Und auf der Seite ist direkt Stein oder Meer. Auch ganz nett. Hier kurz nach Mardorf gibt es sogar einen Sandstrand. Nicht unbedingt der größte, aber ganz nett gemacht. Also von Mardorf Richtung Steinhude fährt man die ganze Zeit durch so ein Moor. Und das ist total entspannt. Es gibt auch überall solche kleinen Aussichtspunkte, wo man sein Fahrrad abstellen muss. Dann geht man über so Holzplanken und da werden dann die verschiedenen Moorschichten zum Beispiel erklärt. Also man wird nicht dümmer, wenn man hierher fährt und mal was liest. Hier ist so ein Storchenhorst. Ich habe das mal ein bisschen stärker rangezoomt, deswegen wackelt es wieder so. Aber das wollte ich euch gerne noch zeigen. Habe auch zwei, drei Bilder gemacht. Vielleicht füge ich die hier noch passend ein. So, das war's mit der Umrundung Steinhuder Meer. Wenn man das so sieht, wie weit das aussieht, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man hier nach 30 Kilometern schon einmal rum ist. Ich habe es jetzt sehr entspannt angehen lassen, habe 3 Stunden gebraucht und würde es jederzeit wieder machen. Das ist im Grunde so eine schöne, ja, Runde, die man mal eben vormittags machen kann. Ich habe jetzt noch 2-3 Kilometer bis zum Bulli, werde dann Mittag essen und dann mal schauen, ob ich noch eine Runde drehe. Ihr werdet sehen. Also,
Hiermit beende ich dieses Video erstmal, weil das ja speziell um Rundungsstein oder Meer sein sollte. Und alles Weitere dann im nächsten Video. Macht's gut, euer Markus und Monty.